Hallo und herzlich willkommen bei Frieda und Carlo. Hallihallo. So, wie letztes Mal schon gesagt, geht's heute weiter mit der Kupplung bei unserer Vietka. Die Neutaler sind gekommen. Und ja, ich würde sagen, legen wir mal los. Auf geht's. Bis später. Ich glaube, es fängt an zu regnen. Ich muss dich ein bisschen beeilen. Okay, Schüsse. Ansonsten kannst du das gleich nochmal machen. Spezialhalter. Ja, ist patentiert. Wie viel Schicht hast du jetzt da drauf? Keine Ahnung. Bitte. Eine grobe Lackierer. So macht man das halt. Also ist unser Plan heute weiter an der Kupplung. Wir gucken uns heute mal die Kupplung an. Genau. Ich muss mal selbst mal lernen, wie das alles funktioniert und aussieht. Weil aktuell haben wir ja noch nicht so wirklich eine gute Anleitung gefunden, wie man eine alte Vietka wieder zum Laufen bekommt. Vor allen Dingen, also die Kupplung kriegen wir schon hin, aber die Teile dazu zu bekommen, müssen wir sehen, was wir da von der Vespa einbauen können. Kannst du mal schauen, die andere Kupplung, die wir ausgebaut haben aus dem Motor von der Vietka? Yes. Weißt du zufällig, wo wir die genau hingebracht haben? In einem Tüte. Wir sind nochmal die großen Teile raus. Ich glaube, die müssen dann in irgendeiner Tüte sein. Jo. Aber die einzige Tüte raus. Motorhälften. Jo, suchen wir mal weiter. Kannst du mir mal kurz helfen beim Suchen? Ah, hier, ich hab's. Okay, neue Tüte. Aber in der Zeit, wo du es sauber machst, kannst du uns mal kurz erzählen, was eigentlich der Igor für ein genaues Modell ist? Der Igor ist eine Vietka VP 150, Baujahr 61, beziehungsweise haben wir zwei hier stehen, einen aus 61, einen aus 64 und beide brauchen wir, um den Igor wieder gängig zu machen. Also wird so ein Mischmix aus 61 und 64er Baujahr. Die Vietka ist ein nicht lizenzierter Nachbau von einer Vespa GS 150, beziehungsweise VB 150 damals. Gibt es nur in Russland und dementsprechend schwer auch Ersatzteile. Jeder von unseren Rollern hat eine kleine Einkaufsliste, damit wir nicht vergessen, die nächsten Sachen nachzubestellen. Wie zum Beispiel für die PX ein Kickstarter und natürlich mal wieder Öl. Bremsenreiniger brauchen wir? Okay. Okay. Und was meinst du? Ich schaue mir jetzt die beiden Dinger hier an, Kupplungskörbe, welchen man vielleicht auch noch besser von den beiden nutzen sollte. Beide sind nicht mehr so toll, aber auch jetzt nicht komplett bescheiden. Und er rechts oder links? Muss ich mal gucken, muss ich mit der Feile dran gehen. Der sieht erstmal besser aus. Ja. Aber muss ich mir detailliert anschauen. Was ist da? Das ist ein Schweißpunkt. Tuning-Version. Den würde ich am liebsten für einen anderen Roller nehmen. Originalgage kostet auch wieder Geld. Aber wir gucken mal, ob er den auf den Maßen ist. So, dann gucken wir das nächste. Das nächste ist ja diese tolle russische Vierkantkronenmutter. Ich habe eine von Piaggio, die nicht passt, sehe ich schon. Ist eine Vielzahn, ist aber ein anderes Gewinde. Okay, die ist von der PX, die passt dann nicht. Und das ist eine Scheiße. Kannst du mal die Kurbelwelle bringen, bitte?
die Kurbelwellen sind anders. Ja, die passt. Da sind zwei verschiedene Kurbelwellen drin. Die habe ich doch da abgenommen, oder bin ich jetzt ganz doof? Da ist noch eine drin. Warte, warte, warte. Auf der Seite ist eine kleinere drauf, wie man sieht. Ne? Ja. Warum auch immer. Aber die habe ich ja gestern da oben rausgenommen. Muss ich mal gucken, weil die ist auch kleiner. Hast du da nicht drauf oben? Nein, das ist eine M10 und das ist eine M12. Siehst du schon, das ist ja. Was ist das denn? Ist die Kurbelwelle in den beiden Motoren anders? Also kurze Erklärung. Wir haben aktuell zwei Motoren. Wir wollen aus zwei einen machen. Eigentlich sogar drei, wenn das Ganze noch nimmt. Kannst du wieder. Dankeschön. Och, jetzt muss ich doch noch einmal. Ich muss einmal drunter gehen, einmal alles weg, bitte. Kannst du eine Pause machen, glaube ich. So, ihr Lieben, das war's für heute. Nächste Woche geht's weiter. Aber eine Kleinigkeit noch. Vergesst nicht, den Abonnier-Button zu drücken. Und ein kleiner Spoiler: Frieda und Carlo werden auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch andere Schrauber besuchen. Also bleibt dran, bleibt gesund, bis bald!